Warte doch, Hanna, was ist denn nun mit der Versteigerung der Bibel? Ach, so Gott will, wird die nicht stattfinden. Und wenn doch, dann hat die Mutter doch ganz viel Geld. Ja, und warum will sie denn unser Kloster immer noch verkaufen? Weil sie denkt, es reicht nicht und sie noch mehr Geld braucht. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Also sagt mir Bescheid, wenn Bischof Rossbauer anruft, ja? Ja. Das kann der Bischof schon machen. Also eins ist klar, wenn das Kloster verkauft wird, dann gehe ich nicht nach München und schon gar nicht nach Köln. Und ich gehe ins Wasser. Morgen, Mädels. Morgen, Schwester. Also kommt, wärmen wir uns auf. Wo ist denn die Katrin? Als ich sie vorhin abholen wollte, hat Frau Roland gesagt, dass sie nicht mehr kommen darf. Ach, warum das denn? Da ist bestimmt ihr Vater schuld. Der ist total streng. Oh ja, abends muss sie auch schon immer um 9 daheim sein. Um 9. Oh, das ist ja schade. Aber gut, dann muss es halt ohne sie gehen. Also kommt, wärmen wir uns auf. Ein bisschen dehnen, stretchen. Roland, kenn ich nicht. Was will der? Ja, auf keinen Fall. Ich habe jetzt einen Termin mit Hermann Huber. Ja, verlabern, jetzt seien Sie mal kreativ. Weinen Sie ihm was vor, Ende. Für wen ist das? Für Tisch 3. Den Plan kannst du gleich wieder einpacken. Wieso? Was ist denn? Und diese Spielmarken auch. Her, kein Bier. Also, wieso geht's nicht? Ja, ich habe mir das auch alles ganz anders vorgestellt. Und vor allem leichter. Eigentlich solltest du mir die Füße küssen. Weil trotz allem ist es mir gelungen, den Freizeitpark nach Kaltental zu holen. Und wenn er jetzt auf dem Klostergelände gebaut wird, dann... Was? Ja, dann machst du immer noch und deine Subunternehmer die Erdbewegung und die Bauarbeiten, ne? Die Runde her noch zu speisen? Nein! Ja, und was mache ich mit meinen 120 Hektar Sumpfwiesen, hä? Auch dafür hat dein Freund Wolfgang schon eine Lösung. Ach ja? Ja. Die schenkst du dem Verein von diesen Naturheinis. Schenken, das ist eine geniale Idee. Jetzt hör dir das doch mal an. Herr Wöller. Ja, wer sind Sie? Der Vater von Katrin Roland. Wie schön für Sie. Aber Sie sehen doch, ich bin mitten in einer Besprechung. Was sagst du dazu? Die von Ihrem Fußballer, Klaus Rottloff, sexuell belästigt wurde. Was? Was? Ja, sie ist noch minderjährig und ich verlange, dass Sie den Mann aus dem KFC entfernen und dass er die Stadt verlässt. Ja, sonst geht's Ihnen aber noch gut. Ah, jetzt verstehe ich. Sie sind der Vater von der Katrin, von unseren Super-Cheerleader-Mädels. Der Mensch verschwindet aus Kaltental und aus dem Leben meiner Tochter. Nicht so laut. Ich meine, immerhin geht es um eine lokale Berühmtheit, ne? Zum letzten Mal, Herr Wöller. Der Kerl verschwindet oder ich erstatte Anzeige. Also bei aller Liebe, Herr Roland. Aber da hört der Spaß auf. Ich verspreche Ihnen, ich werde der Sache auf den Grund gehen. Ach, vergessen Sie es. Sexuelle Belästigung? Das ist doch das Mädel, das ihm den Kopf verdreht hat, wenn es die ist, an die ich denke. Ja, wie dem auch sei. Ich muss jetzt los. Ich rufe dich an. Ja. Wolfgang, was ist mit deinem Bier? Das trinkt der Huber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, Telefon! Ich fange nochmal von vorne an. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Geht doch mal einer ran! Ach, Schluss für heute. Oh, Agnes! Telefon! Kloster Kaltental, Schwester Hanna? Exzellenz. Oh, lieb, dass Sie zurückrufen. Nein, aber ich habe da eine Idee. Warum gehen Sie nicht zum Landeskurator oder zum Innenministerium und machen sich stark dafür, dass die Gutenberg-Bibel nicht von irgendeinem Sammler ersteigert wird und dann vielleicht für immer im Safe verschwindet? Ich weiß, aber man könnte die Auktion doch mit einer einstweiligen Verfügung oder so stoppen. Das kostet nichts und wir gewinnen Zeit. Genau, und die Mutter muss ja nicht unbedingt erfahren, dass sie und ich... Also von mir bestimmt nicht. Also würden Sie das für uns tun? Oh, danke, Exzellenz. Gelobt sei Jesus Christus. Jawohl. Einstweilige Verfügung? Ja, ein letzter Versuch von Bischof Rossbauer. So, und jetzt noch die Bäckerei Roland. Bäckerei Roland, weißt du, wo das ist? Nein, warum? Ach, schon gut. Roland, Ihr Bäcker in Kaltental, oder? Ah,
Was ist denn mit Herrn Roland? Kloster Kaltental, Schwester Hanna? Hier ist Lotte. Lotte, wie schön, wie geht's dir? Gut, dass ich dich erwisch, Hanna. Ich brauche ganz dringend deine Hilfe. Das trifft sich gut. Ich brauche dringend deine Hilfe. Ach. Stell dir vor, die Mutter will das Kloster verkaufen an einen Investor und der will mit Wöller einen Freizeitpark aufbauen. Jetzt reg dich mal nicht auf. Schön macht ihr das. Aber Mission schreibt man mit 2 S. Mit 2 S? Ja. Wie? Hanna, wir haben am Sonntag unser 100-jähriges Bestehen von der Mission und da habe ich mir gedacht, weil wir natürlich kein Geld haben, ob du so lieb wärst und mir ein paar 100 Luftballons schicken könntest. Und zwar so schnell wie möglich. Ein paar 100 Luftballons? Bis Sonntag. Bis Sonntag? Nach Afrika? Das schaffen wir doch nie so schnell. Ach bitte, Hanna, ich möchte doch den Kindern was bieten. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Auf dich ist halt Verlass. Danke. Aber hör mal, du musst mir auch... Hallo? 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 Hallo, Lotte? Ach, wie blöd. Ich hätte auch gern mit Lotte gesprochen. Mist. Wozu braucht sie denn so viele Luftballons? Die haben dort 100-jähriges Jubiläum, aber erst muss ich die Sache mit dem Roland klären. Was ist denn mit Herrn Roland, Hanna? Wir sehen uns dann. Samstag, genau. Ja, komm mit. Entschuldigung, Schwester. Haben Sie schon gehört? Was? Na, diese hanebüchene Geschichte mit der Katrin Roland. Ja, Ihr Vater scheint untersagt zu haben, dass Sie in unserer Cheerleader-Truppe mittritt. Ja, wissen Sie nicht, warum? Nein, ich wollte gerade zu ihm. Wiederschauen, wiederschauen. Ja. Der Vater behauptet, dass unser Superstürmer, der Klaus Rottluff, seiner Tochter in die Wäsche gegangen ist. Was, vergewaltigt? Nein, minderjährig. Aber der Vater behauptet, er hätte sie sexuell belästigt. Und hat er oder hat er nicht? Das weiß ich nicht. Auf alle Fälle verlangt er, dass ich den Rottluff fristlos entlasse, weil sonst erstattet er Anzeige. Schwester, das müssen Sie verhindern. Ich? Ja, nur was die Eltern anbelangt. Den Klaus knüpfe ich mir vor. Ja? Ich möchte genau wissen, was da vorgefallen ist. Der KFC kann sich im Moment keinen Skandal erlauben. Wir sind abstiegsgefährdet. Die Sponsoren springen uns ab. Wir brauchen jeden Cent für den Klassenerhalt. Klassenerhalt? Ist das alles, was Sie dazu zu sagen haben? Also, Herr Wöller, wirklich? Nein, natürlich nicht. Also, wenn da was dran ist, dann kenne ich kein Pardon. Also gut, ich werde sehen, was ich rauskriegen kann. Danke, ja? Schwester, danke. Ja. Ja, okay. Sehen wir es morgen bei der Auktion? Nein, und wer weiß, ob die überhaupt stattfindet. Was heißt hier nicht stattfindet? Oh. Schwester, Moment mal. Warten Sie doch, Schutzkind. Ja, hier ist Wöller. Ist Frau Dr. Reuter zu sprechen? Tut mir leid, aber die Herren vom Auktionshaus sind da, um die Gutenberg-Bibel abzuholen. Ja, dann findet die Auktion also doch statt. Natürlich. Warum fragen Sie das? Nein, ich wollte mich nur vergewissern, weil hier eine Mitschwester vor Ort so eine komische Andeutung gemacht hat. Schwester Hanna? Was denn für Andeutung? Nee, vergessen Sie es. Richten Sie Ihre Chefin aus, dass ich Herrn Huber auf unser Konzept eingeschworen habe und dem Gelingen unseres Projektes nichts mehr im Wege steht. Nach der Auktion, versteht sich. Ich werde es ausrichten. Und Sie melden sich sofort, wenn das Objekt sicher im Auktionshaus angekommen ist. Gut. 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 Mein Gott, bin ich froh, wenn das alles überstanden ist. Und jetzt verbinden Sie mich mit Bischof Roßbauer. In letzter Zeit lässt er sich nur blicken, um seine Diätkekse abzuholen. Dankeschön. Schönen Gruß daheim. Stimmt. Guten Tag. Grüß Gott. Ist der Herr Roland da? Der ist hinten in der Backstube. Sie kommen mir ja wie gerufen, Schwester. Herr Roland, bitte. Solange noch nicht feststeht, was zwischen Ihrer Tochter und dem Klaus Rottluff gewesen ist. Was heißt hier feststeht? Ich habe ihn doch selber erwischt dabei. Und diesen Besuch hätten Sie sich sowieso sparen können. Das ist Sache der Polizei. Sie waren bei der Polizei? Na, so wie dieser Wöller mich abgefertigt hat, da bleibt mir kaum was anderes übrig. Und Sie? Also, ich bin schon sehr enttäuscht. Der einzige Grund, warum ich Katrin überhaupt bei dieser bescheuerten Cheerleader-Truppe hat mitmachen lassen, war nur, weil meine Frau gesagt hat, dass die Nonnen das machen. Und jetzt passiert sowas.
Sie sagten, Sie seien Zeuge gewesen. Ja. Was ist denn da genau passiert? Das werde ich sicher nicht Ihnen erzählen. Und jetzt, ich habe zu tun. Was gibt's denn? Setz dich. Ah, ich weiß schon. Herr Roland schickt Sie, stimmt's? Klaus, ich frag dich jetzt nur einmal. Und ich möchte eine eindeutige Antwort hören. Und die beinhaltet nur Ja oder Nein. Nein. Der Mann hat sie nicht alle. Der behandelt Katrin, als wäre sie noch ein Kind. Ja, die ist minderjährig. Ja, noch knappe 2 Wochen. Ja, aber genau darum geht's. Herr Löweller, da war nichts. Ich schwöre. Klaus, wenn da nichts gewesen wäre, würde der Roland nicht von mir verlangen, dich aus dem Verein zu werfen und dich mit Schimpf und Schande aus der Stadt zu jagen. Was? Ja. Also ich muss ganz genau wissen, was da gelaufen ist. Wann, wo und was. Also, ich höre. Schwester? Guten Tag, Frau Roland. Darf ich reinkommen? Ja, bitte, kommen Sie rein. Ich nehme an, Sie wissen, was passiert ist. Ja, aber nur andeutungsweise. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gern mit Katrin reden. Gern, wenn Sie das schaffen. Mit uns redet sie seit gestern kein Wort mehr. Da hat sie meinen Mann bei dieser Party von der Christa abgeholt, um 11 Uhr. Dabei hatte sie versprochen, um 9 zu Hause zu sein. Ich sag Ihnen das, bis man die mal groß hat. Raus! Schwester! Oh. Ist ja gut. Ist ja gut. Aber nichts ist gut. Nichts darf ich. Alles hat er einem kaputt. Dein Vater? Ja. Dabei hat Klaus auch überhaupt gar keine Schuld. Ich bin schuld. Weil ich wollte doch. Als wir dann bei der Christa auf dem Zimmer waren, da habe ich auf einmal Angst gekriegt und Nein gesagt. Klaus hat doch auch sofort aufgehört. Aber da steht auf einmal mein Vater im Zimmer, dieser Idiot, und trischt auf Klaus ein. Und das war alles, was zwischen euch beiden gewesen ist? Ja, ich schwöre. Klaus liebt mich doch und würde mir nie wehtun. Und jetzt kann ich ihn nicht mal mehr anrufen, weil mein Handy hat Papa mir auch weggenommen. Und aus dem Haus darf ich auch nicht mehr, bis Klaus weg ist. Aber in 2 Wochen bin ich 16. Dann hau ich ab von hier. Langsam, langsam. Hör mal. Wir beide müssen überlegen, wie wir das Ganze wieder ins Lot kriegen, weil wir haben noch ein viel größeres Problem. Dein Vater war bei der Polizei und hat Klaus angezeigt. Nee. Ja. Irgendwie müssen wir es schaffen, dass er die Anzeige wieder zurückzieht. Gott sei Dank kenne ich Wachtmeister Meier ganz gut und vielleicht schaffe ich es, dass er das Ganze irgendwie verschleppt, aber dazu brauche ich deine Aussage. Also, du setzt dich jetzt hin, schreibst auf, wie es genau war und unterschreibst es. Aber vor allem, kein Wort zu niemandem. Dein Freund ist hier eine lokale Berühmtheit. Und wenn die Presse davon Wind bekommt, dann stürzen die sich drauf. Das ist alles so ruhig. Und ich rede mit deiner Mutter. Vielleicht kann sie uns ja helfen, deinen Vater rumzukriegen. Was? Mach doch eh nur, was er sagt. Wir werden sehen. Sie haben es gehört? Ja, dieser Wahnsinnsmensch. Zur Polizei zu gehen, ich meine, wie kann er das dem Kind nur antun? Man tut vieles im Zorn und aus Enttäuschung, was einem hinterher leid tut. Aber vielleicht können wir ja ein bisschen nachhelfen, dass Ihr Mann seine Meinung ändert. Kann ich mal bei Ihnen telefonieren? Ja, ja, natürlich. Ich meine, ich kann ihn ja auch irgendwie verstehen. Katrin ist 15 und er ist 19. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Ich weiß auch gar nicht, so ein Fußballstar. Ja, sehr schön, Herr Meier. Super. Vielleicht schlagen Sie ein paar Akkorde und tun so, als ob Sie singen würden. Wieso so tun? Ich bin Sänger, ich kann singen. Ja, dann singen Sie. Die Uhr schlägt Mitternacht, nur einer ist... Entschuldigung, Telefon. Kommen Sie, Diensttelefon an. Polizeidienststelle Kaltental City, Wachtmeister Meier am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Herr Meier, es geht um die Anzeige von dem Herrn Roland. Ach, ist das nicht ein Wahnsinn, aber was soll ich machen? Bitte, Sie unternehmen jetzt erstmal nichts. Aber Anzeige ist Anzeige. Vorerst wenigstens. Ich bin gerade bei der Katrin Roland.
gesagt. Und die schreibt eine Darstellung aus ihrer Sicht und die bringe ich ihm dann. Sehr gut. Das erspart mir die peinliche Situation, das Mädel zu dieser sexuellen Belästigung befragen zu müssen. Und der Herr Meier macht das Gleiche mit dem Klaus Rottluff. Meier? Welcher Meier? Ach, der Herr Böller. Sind Sie noch bei Trost? Geben Sie das her. Der Klaus Rottluff? Sexuelle Belästigung einer Minderjährigen? Aber das ist ja... Vergessen Sie's. Bitte, Herr Meier, was war denn los mit der Tochter von Roland? Nichts. Und vor allem nichts, was ich morgen in der Zeitung lesen werde. Ist das klar? Meier, ich bin Journalistin und der Klaus Rottluff ist Frau einer Fröhlich, der... vergessen Sie die Story. Oder ich besorge Ihnen ein Einbettzimmer. Was? Ja, ich buchte Sie so lange ein, bis die Story aus der Welt ist. Ach ja? Und wegen was? Ausübung der Pressefreiheit? Dass ich nicht lache. Behinderung der Polizeiarbeit, Beamtenbeleidigung, unberechtigtes Herumschnüffeln in vertraulichen Akten etc. etc. Okay, okay, okay. Können wir jetzt wenigstens die Fotos machen? Nee, mir ist die Lust vergangen. Raus hier. Bitte? Na hopp. Mist! Meinen Sie nicht, es wäre besser, ich nehme einen Anwalt? Nein! Du tust genau das, was ich dir gesagt habe, und dann gehst du auf Tauchstation. Oh, hab ich ein Glück. Der Herr Bürgermeister ist endlich wieder mal zu sprechen. Bin ich nicht. Morgen, habe ich gesagt. Morgen ist die Auktion und jetzt habe ich zu tun, Herr Danzer. Herr Böller, wir hatten für 16 Uhr eine Verabredung, jetzt ist es fast 5. Also gut. Also geh raus und lass das tippen, was ich dir gesagt habe. Ich komme gleich nach. Okay. Sie, war das nicht der... Nein, das war er nicht. Und jetzt zu Ihnen, Herr Danzer. Sie spielen mit einer Handgranate und stehen mit jedem Bein auf einer Tretmine. Hä? Ja. Ich hätte große Lust, Ihre Geldgeber darüber aufzuklären, wie Sie hier vor Ort in die eigene Tasche wirtschaften. Und dass ich das nicht längst getan habe, haben Sie nur der traurigen Tatsache zu verdanken, dass Ihr Freizeitpark für uns in Kaltental lebensnotwendig ist. Das heißt, überlebensnotwendig. Morgen ist die Auktion. Weiß nicht, wie lange die brauchen, das Finanzielle abzuklären. Und dann. Und nur dann. Und erst dann kriegen Sie Ihr Geld. Haben wir uns verstanden? Und jetzt vamonos. Auf Deutsch, adios. Ja, wie? Ist die Verlaber nicht mehr da? Nein, aber sie heult und hat gesagt, sie hat jetzt Feierabend. Sonst noch was? Signor Danza. Feierabend? Was soll das heißen, Frau Laber? Sie haben Feierabend, wenn ich Feierabend habe. Und jetzt hören Sie auf mit Ihrer Schönheitspflege und protokollieren Sie die Aussage von dem Klaus Rottluff. So, und du setzt dich hierher und erzählst der Frau Labern das, was du mir gesagt hast. Ja, was? Frau Labern, haben Sie gehört? Ja, hab ich. Aber ich... Frau Labern? Labernchen? Was ist denn? Hä? Meine Scheidung ist durch. Eben kam der Bescheid per Einschreiben. Ja, aber... Das ist doch toll, Frau Labern. Das wollten Sie doch, oder? Ja, schon, aber nach all den Jahren und jetzt ist plötzlich alles vorbei. Ach so, na ja. Ich meine, Sie müssen an das Positive denken. Keine Hemden mehr bügeln, keine Unterhosen mehr waschen, kein Essen mehr kochen müssen, wo er sowieso zu spät kommt, wenn überhaupt, weil er bei irgendeiner so einer Raststättentusse übernachtet. Also passen Sie auf. Sie tippen das jetzt noch schnell und dann führe ich Sie zum Essen aus, ja? Und nach einem schönen Schniener Witzel, jetzt lacht sie schon wieder, und ein, zwei Fläschchen Weißwein, sieht die Welt schon wieder viel rosiger aus. Okay? Also, pass auf, von Anfang an. Die Einladung zur Party, die keine war, sondern nur eine Falle, dich in die Wohnung zu lotsen. Und so weiter. Und so weiter. Und was soll das werden, wenn es fertig ist? Ein Schundroman? Nein. Die Rettung des Kaltenthaler FC, also. An die Arbeit. Okay. Tut mir leid, Hildegard, aber sie ist noch immer nicht zurück. Aber du kannst Bischof Rossbauer bitte ausrichten, dass Hanna ihm morgen meine neuen Kekse mitbringt, wenn es überhaupt zu der Auktion kommt. Jetzt fängst du auch noch damit an. Agnes, was läuft da? Ich muss das wissen. Ach, na ja, ich habe nur mitgekriegt, dass Hanna mit Bischof Rossbauer telefoniert hat und dass er versuchen soll, die Landesregierung einzuschalten. Oh mein Gott. Aber du willst doch auch nicht, dass
wir schon wieder verkauft werden und in meinem Wald ein Rummelplatz gebaut wird. Schon, aber warum erfahre ich das alles immer nur so nebenbei? Und das kannst du Hannah ausrichten. Wenn die Auktion platzt, dann kann sie sich warm anziehen, weil dann rastet die Mutter völlig aus. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Entschuldigung. Gott! Haben Sie mich erschreckt? Tut mir leid, ich hab ja extra geklingelt und ich wollte ja nur ganz dringend Schwester Hannah sprechen. Die ist nicht da, wie immer. Boah, das riecht hier himmlisch. Sind das Ihre fantastischen Kekse? Ja, geben Sie mir mal die Topflappen, bitte. Danke. Oh, das sind die Orangenkekse. Das sind sowieso die besten. Woher wissen Sie das? Sie essen doch nicht etwa die Kekse von Bischof Frostbauer. Ja, hin und wieder mal einen oder so. Ah. Nein, obwohl Schwester Hildegard bewacht die, als wäre das pure Gold. Agnes, wo bleibt denn der Tee für Herrn Rohleder? Ich kann jetzt nicht. Hol ihn dir halt selber. Ist das eine neue Variante? Ja, mit Apfel und Zimt. Möchten Sie mal probieren? Ja, wenn ich darf. Du mit deinen Keksen, das wird ja zur reinsten Manie. Aber lecker, himmlisch. Nein, das ist Schafgarbe. Das hier ist der Darmtee. Komm, lass mich das machen. Was wollen Sie eigentlich hier? Na, das ist privat. Darf ich noch einen? Das ist aber der letzte. Was anderes. Haben Sie schon den neuen Roman von Schwester Hildegard gelesen? Neuer Roman? Das ist der Knüller. Jenseits von Gut und Böse. Wollen Sie wissen, worum es geht? Ja, worum geht es denn? Es ist natürlich wieder ein Krimi. Es sind diesmal zwei Brüder. Der eine ist Pfarrer geworden und der andere Kommissar bei der Kripo. Wo Hildegard das immer wieder her hat. Ja, die Frau ist genial. Und das Geniale ist diesmal, dass der eine, der Pfarrer, immer an das Gute im Menschen glaubt, während sein Bruder nur an das Schlechte glaubt. Und jetzt wollen sich beide gegenseitig beweisen, dass sie Recht haben. Und wer hat Recht? Das sage ich Ihnen nicht. Ja, und was sagt die Mutter Oberin dazu? Nichts. Das heißt, sie weiß auch nichts davon. Sie braucht auch gar nichts davon zu wissen, weil Schwester Hildegard diesen Roman gar nicht veröffentlichen will. Ja, aber warum denn nicht? Wegen des Theaters das letzte Mal, weil die Nonne und der Kommissar, nicht? Und womöglich klaut ihr wieder jemand die Ideen? Das wäre tragisch. Ist sie da? Ja, aber... Bemühen Sie sich nicht. Exzellenz. Oh, Exzellenz. Da bin ich aber beruhigt. Ich dachte schon, weiß Gott was. Nun ja, ich hatte die Hoffnung gehegt, dass meine demonstrative Zurückhaltung Ihnen gegenüber Sie doch so weit hätte beunruhigen können, dass Sie von diesem unglückseligen Vorhaben Abstand nehmen. Oder es zumindest noch einmal überdenken. Das war ein sehr schöner und langer Satz, den Sie sich da zurechtgelegt haben. Ach, Frau Reuter! Herr Rossbauer, das haben wir doch nun alles des Langen und Breiten erörtert. Alia jacta est. Die Bibel wurde vorhin abgeholt. Und morgen wird sie versteigert. Und wie ich hoffe, mit einem neuen Rekordpreis für Gutenberg-Bibeln. Herr Rossbauer, seien Sie doch ehrlich, an meiner Stelle hätten Sie das Gleiche getan. Was ist nur mit Ihnen, Frau Reuter? Haben Sie so wenig Gottvertrauen, dass Sie glauben, alles alleine stemmen zu müssen? Und noch dazu bei irgendwelchen dubiosen Geschäften? Dubios? Ja, dubios. Und das ist noch gelinde ausgerückt für das, was Sie mit diesem Herrn Danzer vorhaben. Nämlich irgendwelche Investoren um Millionen zu erleichtern. Tut mir leid, Exzellenz, da sind Sie nicht auf dem neuesten Stand. Weil Sie es ja vorgezogen haben, mich mit Ihrer Abwesenheit zu strafen. Ach, und was ist der neueste Stand? Wollen Sie in meiner Liebfrauenkirche eine Einkaufspassage bauen? Gute Idee. Nein, ich habe mich mit Herrn Wöller geeinigt. Die Gemeinde kauft das Kloster zum Spottpreis von 5 Millionen. Damit ist ihm gedient, Kaltental gedient und mir. Dank des Erlöses auf der Auktion morgen. Aber das ändert doch nichts an der Tatsache, dass Sie das Kloster aufgeben. Und das, obwohl die Gemeinde ein anderes Gelände für diesen Freizeitrummel bereitstellen könnte. Herr Rossbauer, was haben Sie nur mit diesem Kaltental? Dann kaufen Sie es doch und machen Ihren eigenen Orden auf. Exzellenz!
Sie gehen schon wieder? Aber ich wollte Ihnen doch gerade Ihre Kekse... Danke. Mir ist der Appetit vergangen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. So war es, und das ist die reine Wahrheit. Klaus und ich, wir lieben uns, und keine Macht der Welt kann das verhindern. Katrin Roland. Zufrieden? Vergessen Sie alles. Ich habe hier eine notarielle Beglaubigung einer Aussage des Beschuldigten Klaus Rottluff, aus der eindeutig hervorgeht, dass es genau andersrum war. Das Mädel ist ihm praktisch an die Wäsche gegangen, nicht er ihr. Was? Hier, lesen Sie doch selber. Also, rufen Sie den Herrn Roland an und legen ihm nahe, dass er seine Anzeige zurückzieht, weil sonst bekommt er eine Anzeige, wegen Verleumdung. Das ist doch Unsinn. Das haben Sie formuliert. Geben Sie es zu. Von wegen. Damit erreichen Sie doch nur das Gegenteil. Wenn das der Herr Roland mitkriegt, dann dreht er doch erst recht durch. Soll er doch. Und dann kriegt die Presse davon Wind und der Skandal ist perfekt. Schon passiert, leider. Was? Was? Frau Fröhlich vom Lokalanzeiger war hier, um meine Homestory mit mir zu machen. Und da hat sie die Geschichte mitgekriegt. Nein. Aber die bringt das nicht. Ich habe ihr das klar gemacht. Maya, wissen Sie, was Sie sind? Jetzt laufen Sie doch nicht weg. Wenn nur ein Wort davon in der Zeitung steht, dann sind Sie die letzte Zeit Polizist gewesen. Jetzt laufen Sie doch nicht weg! Und wenn schon, ich gehe auf Tournee. Jetzt warten Sie doch. Das teigste ich schon irgendwie. Ich kenne doch den Verleger von diesem Käseblatt. Wissen Sie was? Am besten, Sie unternehmen gar nichts mehr. Was? Mit Ihrer Aktion riskieren Sie nicht nur den guten Ruf der Familie Roland und den von Katrin, sondern Sie zerstören auch die erste große Liebe der beiden. Ich hab's doch nur gut gemeint. Herr Wöller, bitte. Aber ich könnte doch... Nein! Na gut, dann eben nicht. Danke. Bitte. Ja, Frau Labern, rufen Sie meinem Kaltenthaler Anzeiger an und finden Sie heraus, wo die Fröhlich sich herumtreibt. Ja, die Journalistin, genau die. Endlich, Rudi. Das war ein Scheißtag heute. Ich brauche jetzt erst mal ein Bier. Zuerst gehst du hoch zu Katrin und hörst dir an, was sie zu sagen hat. Was gibt's denn da noch zu sagen? Rudi, sie liebt den Mann. Und er sie auch. Ach ja. Das hatte doch alles diese Nonne eingeredet, oder? Also, bis jetzt habe ich zu allem Ja und Amen gesagt. Um des lieben Friedens willen. Aber jetzt, ich meine, so kann es doch nicht weitergehen. Das ist doch schon manisch, wie du hinter diesem Kind her spionierst. Und nichts darf sie. Aus gutem Grund. Du siehst ja, wohin das führt. Party und diese Tanzerei auf dem Fußballplatz. Oder willst du, dass ihr irgend so einem Kerl womöglich noch ein Kind anhängt? Wir spenden nichts. Nein, ich will ja nichts. Ich möchte mit dem Herrn Rottluff sprechen. Herr Rottluff, eine Nonne für Sie. Ja? Guten Tag, ich bin Schwester Hanna. Ich trainiere die Cheerleader-Mädchen vom KFC. Ja, und? Ja, wo auch die Katrin Rottluff mittrainiert. Roland. Ja, na, dann kennen Sie sie ja. Ja, danke schön, Frau Peters. Also, was ist mit dieser Katrin? Ich weiß Bescheid, Herr Rottluff. Die Katrin hat sich bei mir ausgeweint. Und ich versuche zu retten, was noch zu retten ist. Aber da taucht der Herr Wöller auf dem Polizeirevier mit ihrer Aussage auf, wo Sie das Ganze so darstellen, als hätte die Katrin Sie verführt. Ja, ich habe dem Wöller auch schon gesagt, dass das so nicht stimmt. Aber der meinte, dass der Roland sonst nie seine Anzeige zurückzieht. Habe ich's mir doch gedacht. Wie geht's, Katrin? Naja, schlecht. Weil zu dem Ärger mit ihrem Vater kommt noch ihre Sorge dazu, dass sie sie verlassen könnten. Aber das ist doch Unsinn. Sie? Was machen Sie denn hier? Hängen Sie etwa auch in der Geschichte mit drin? Herr Rottluff, Fröhlich vom Kaltenthaler Boten, wir kennen uns. Ja, und was wollen Sie? Ihnen die einmalige Gelegenheit anbieten, sich mit einer Gegendarstellung gegen diese unglaublichen Vorwürfe zur Wehr zu setzen. Augenblick, Frau Fröhlich, Augenblick. Ich melde mich wieder, ja? Auf Wiedersehen. Ja, und was mache ich jetzt mit ihr? Ich kümmere mich darum. Kommen Sie, ich erzähle Ihnen die Geschichte. Moment, nicht so schnell. Wollen Sie jetzt Fakten oder nicht? Ja, natürlich. Na, dann kommen Sie. Also diese Katrin, ja?
Die ist eine von den ganz Raffinierten. Die hat den Klaus auf eine angebliche Party bei einer Freundin gelockt, wo sich dann herausstellte, dass außer ihm überhaupt niemand eingeladen war. Freundin, wie heißt die? Das spielt keine Rolle. Auf alle Fälle hat sie ihn betrunken gemacht und dann verführt. Verstehe. Und hinterher versucht sie ihn unter Druck zu setzen, weil sie noch minderjährig ist. Genau. Damit er sie heiratet. Und weil sie genug hat von ihrem strengen Vater und von zu Hause weg wollte. Tolle Story, Schwester. Nur ist kein Wort davon wahr. Wie? Aber genau das werden sie drucken. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ist das Ihr Auto? Ja. Ich erkläre es Ihnen. Auf dem Weg zum Verlag. Kommen Sie. Aber ich kann das doch nicht drucken, wenn es nicht stimmt. Da fliege ich hochkant aus der Redaktion. Oh, Frau Fröhlich. Ja, das ist wahr. Kommen Sie. Ach, haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo ich hier auf die Schnelle ein paar hundert Luftballons herbekomme? Luftballons? Aha. Was haben denn Luftballons jetzt mit der Geschichte zu tun? Nichts. Da? Ich bin's, die Katrin. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten zu Hause. Ich pass, fähr auf. Komm mal. Zum letzten Mal. Du gehst jetzt hoch zu ihr und versuchst, ein Vater zu sein und kein Aufpasser. Und dann gehst du aufs Revier und ziehst diese idiotische Anzeige zurück. Ja, sag mal, was ist denn in dich gefahren? Mir reicht's jetzt! Das ist doch kein Leben mehr! In zwei Wochen wird sie 16 und dann? Dann kann sie sowieso machen, was sie will. Und glaub bloß nicht, dass sie bei uns bleibt. Rudi, bitte mir zuliebe. Na gut, ich gehe. Aber du kommst mit. Nicht, dass mir wieder der Gall durchgeht. Also gut. Katrin, ich bin's. Katrin, hast du gehört? Wahrscheinlich hat sie ihre Kopfhörer auf. Jetzt geh halt rein. Sie ist weg. Ja, das sehe ich auch. Ja, das hast du nun davon. Ich? Rudi, mach keinen Quatsch. Ja, hör doch auf. Wohin gehst du? Ja, wohin wohl? Aber ich komm mit. Nein, das wirst du nicht. Du rufst bei dieser Christa an, ob sie dort ist. Rudolf! Aber ich gehe jede Wette ein, dass sie bei ihm ist. Und dann kriegt er auch noch eine Anzeige wegen Kindesentführung von mir. Mein Gott, dieser Mann. Klaus, das ist doch sinnlos. Vater schmeißt dich doch hochkant wieder raus. Aber wenigstens ist dann Schluss mit dem Versteckspielen. Und ewig kann er dich ja nicht einsperren. Komm, Katrin, wir ziehen das jetzt durch. Also, nochmals vielen Dank, Frau Fröhlich. Das tut man nicht alles für die Liebe. Tja. Aber wenn die beiden sich je kriegen sollten, dann bekomme ich die Exklusivrechte an den Hochzeitsfotos, ja? Ich werde es ausrichten. Wiedersehen. Wissen Sie, wo Katrin ist? Nein, warum? Sie ist abgehauen. Wahrscheinlich ist sie bei ihrem Fußballer. Oh, Herr Roland, was muss denn noch alles passieren, bis Sie endlich Vernunft annehmen? Na, Sie haben es nötig. Bis Sie aufgetaucht sind mit Ihrer Tanzerei, da war in meiner Familie alles bestens. Was wollen denn Sie schon wieder? Es ist niemand da. Ihre Tochter ist wahrscheinlich längst zu Hause. Herr Rottluff, Roland, der Klaus liebt Ihre Katrin. Der will doch nicht, dass sie in Schwierigkeiten kommt. Und woher wollen Sie das wissen? Ja, was denn sonst? Wir müssen reden miteinander. Haben Sie einen Moment. Weil Ihnen ist gar nicht klar, welche Lunte Sie da anzünden. Die Frau Fröhlich vom Anzeiger, die war doch sicher schon bei Ihnen. Ja. Das dachte ich mir. Kommen Sie, lassen Sie uns einen Kaffee trinken. Bitte. Oh, Katrin, Gott sei Dank. Und Sie müssen Klaus Rottluff sein. Genau. Hallo. Anne Roland, hallo. Freut mich. Du, ist der Papa da? Der ist dir nach, natürlich. Ich nehme mal an, zu Ihnen nach Hause. Darf er reinkommen? Ich gehe nämlich nicht weg, bevor ich mit Ihrem Mann Klartext geredet habe. Na klar.
Kommen Sie. Wie, du findest das etwa gut? Allerdings. Danke. Fußballstar wehrt sich gegen Vorwurf, eine Minderjährige sexuell genötigt zu haben. Nach der Anzeige von Bäckermeister Rudel. Ach du lieber Himmel. Ja, und am Ende kommt es noch schlimmer. Aber ich habe Sie ja gewarnt. Wenn das morgen hier jeder zum Frühstück serviert kriegt, dann kann sich das Mädel nirgends mehr sehen lassen. Ja, da hilft nur eins. Ziehen Sie die Anzeige zurück und verlangen Sie eine Gegendarstellung. Zum Beispiel, ich bin so stolz auf meine Tochter, dass sie so einen anständigen Freund hat oder so. Das ist doch sinnlos. Sie kennen doch die Leute. Angenommen, Sie könnten diesen Artikel und den Skandal für Ihre Tochter verhindern. Würden Sie dann die Anzeige zurückziehen? Ja, selbstverständlich würde ich das. Aber das ist alles nicht so einfach. Ja, wieso? Katrin wurde auf dem Schulweg, da war sie gerade mal 6 Jahre alt, von einem Exhibitionisten zu Tode erschreckt. Was? Ja, sie hat das längst vergessen, aber ich. Seitdem habe ich so eine Angst um das Mädel. Sie ist doch mein Ein und Alles. Herr Roland, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Da können doch Sie nichts dafür. Nein, das hier ist nicht der Andruck von der morgigen Ausgabe. Aber so oder so ähnlich hätte die Titelseite ausgesehen, wenn ich nicht der Frau Fröhlich mit meiner herzzerreißenden Liebesgeschichte von Katrin und ihrem Fußballstar die Tränen in die Augen getrieben hätte. Na, Sie haben mir vielleicht Nerven. Ja, das sagt meine Mutter Oberin auch immer. Aber ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die Dinge wieder ins rechte Lot gebracht haben. Auch wenn Ihre Methoden etwas unkonventionell sind. Danke, ja, Schwester. Ja, nichts zu danken. So, und jetzt gehen Sie zu Wachtmeister Meier und ziehen Sie die Anzeige zurück, ja? Aber die hier, die brauche ich noch. Wofür? Für einen anderen Herrn, der auch eine Lektion vertragen kann. Wöller. Erraten. Sehr schön. Dann bis irgendwann, Schwester. Auf Wiedersehen. Gerade wollte ich es aufgeben. Hallo, Herr Stolpe. Wo waren Sie denn? Drin ist der Teufel los. Wieso? Mutter Oberin hat alle halbe Stunde nach Ihnen fragen lassen. Ach. Irgendwas wegen einer Gutenberg-Bibel oder so. Ah ja. Aber das nur am Rande. Ich wollte Ihnen eigentlich das neue Buch von Schwester Hildegard geben. Sie müssen das lesen und mir helfen, Schwester Hildegard davon zu überzeugen, dass das veröffentlicht werden muss. Jenseits von Gut und Böse. Und? Hört sich spannend an. Oh, ein genialer Titel. Also gut, aber wann ich dazu komme, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Lesen Sie die ersten 3 Seiten und Sie können nicht mehr aufhören. Ich rufe Sie an. Sagen wir morgen. Er kommt. Keine Angst, ich bin ja auch noch da. Ja, aber was, wenn er wieder ausrastet und rumschreit? So wie damals bei meinem Romeo. Was denn für ein Romeo? Katrin war die Julia bei einer Schulaufführung. Da war vielleicht was los. Naja. Hallo. Hallo. Katrin ist wieder da und ihr Klaus auch. Ja, ich seh's. Rudi, bitte. Herr Roland, bevor Sie mich jetzt zur Sau machen, lassen Sie mich bitte wenigstens eins loswerden. Ich liebe Ihre Tochter. Sie ist auch meine erste große Liebe. Und ich könnte nie irgendetwas tun, was ihr wehtut. Und ich liebe Klaus auch, nur dass du's weißt. Und überhaupt war das eigentlich alles meine Schuld. Na prima, dann ist ja alles in Ordnung. Wie jetzt? Entschuldigen Sie, aber Katrin, sie ist mein Ein und Alles und ich. Naja, ich dachte, für einen Star wie Sie, da ist sie nur eine kleine Abwechslung. Rudi? Dann ist etwa alles okay? Ich denke schon. Ich komme gerade vom Polizeirevier und habe die Anzeige zurückgezogen. Papa! Und jetzt köpfen wir die Flasche Shampoos, die wir uns aufgehoben haben, für besondere Gelegenheiten. Ich hol die Gläser. Aber eines sage ich dir. Sollte sie je heulend nach Hause kommen wegen dir, dann reiße ich dir die Ohren ab. Sag mal, was ist eigentlich aus deinem Romeo geworden? Tja, wir haben viel Platz in unserem Garten. So, Frau Laban, das war's für heute. Und vergessen Sie nicht, heute Abend 20 Uhr... Schneenerwitzel.
Ja, genau. Ich freue mich. Ich mich auch. Bitte? Kommen Sie! Setzen Sie sich. Danke. Geben Sie es zu. Da stecken Sie doch dahinter. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Einstweilige Verfügung. Sagt Ihnen das nichts vom Innenministerium? Das Land will sich ein Vorkaufsrecht auf die Bibel sichern. Was? Damit ist die Versteigerung der Bibel hinfällig. Die Frage ist nur, wer hat die Herren informiert? Ja, das werden wir gleich haben. Gut, dass ich dich erwische. Ich bin's, der Wolfgang. Du, pass mal auf, es geht um diese einstweilige Verfügung, die Gutenberg-Bibel betreffend. Ach ja? Und darf ich fragen, wer die Lawine losgetreten hat? Ach nein. Ja, danke erstmal. Ja, du hast was gut bei mir. Schwester Hanna. Ihr Freund Rossbauer. In Verbindung mit dem Direktor vom Nationalmuseum. Das ist doch nicht zu fassen. Tja, Frau Reuter. Was jetzt? Hier ist Schwester Hanna. Kann ich bitte Bischof Rossbauer sprechen? Ach so. Ja, das wäre nett. In Kloster Kaltental, ja? Danke, wiederhören. Hanna, die Mutter will kommen. Ich glaube, sie ist schon bei Herrn Wöller. Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Ist sie das? Nein, zwei junge Leute. Na, wer sagt's denn? Um was geht's denn? Um Liebe. Ach, wie schön. Und? Hat alles geklappt? Ja, Papa war wie ausgewechselt. Wir sind sogar per Du. Und wir dürfen uns sehen, so viel wir wollen. Ja, wunderbar. Nur, wie haben Sie das geschafft, Schwester? Ja, könnten Sie mir vielleicht den Trick verraten, wie man bei meinem Papa die Meinung ändern kann? Mhm. Ich habe ihm das zu lesen gegeben. Das ist die Zeitung von morgen? Ja, aber das ist nur ein Exemplar. Sexskandal. Die schmeißen nicht raus. Ja, aber hochkant. Ja, aber die wird nicht so erscheinen. Ich kann doch nicht mehr in die Schule gehen. Und ich kann in der Wüste Fußball spielen. Das ist ein Probedruck. Aber als dein Vater das gelesen hat, da ging es ihm so wie euch und ich hatte ihn rum. Probedruck. Nur für mich. Wow, Sie sind mit allen Wassern gewaschen, Schwester. Aber jetzt entschuldigt mich bitte, ja? Danke. Danke, Schwester. Oh, die brauche ich noch. Orangenkekse und Apfel mit Zimt. Oh, da kommt sie. Wiederhören. Hanna, Bischof Rossbauer für dich. Oh. Danke, Exzellenz, dass Sie zurückrufen. Ich wollte noch mal Danke sagen, dass Sie sich so für uns einsetzen. Oh, ich glaube, da kommt die Mutter. Ich muss Schluss machen. Und danke noch mal von uns allen. Gelobt sei Jesus Christus. Und ist es die Mutter? Nein, der Herr Wöller. Ah, der kommt mir gerade recht. War das nicht der Klaus Rottluff mit seiner Minderjährigen? Haben Sie den Roland rumgekriegt? Hab ich. Aber wo ist denn die Mutter Oberin? Die ist schon wieder auf dem Weg nach München. Also der Bischof Rossbauer, der kann einem nur leid tun, so wie die drauf ist. Lässt die ihn seinen Bischofsstab verzehren und zum Nachtisch dieses kleine Käppchen da. Oh, so schlimm wird's schon nicht werden. Er ist immer noch ihr Chef. Wie auch immer. Aber eins ist doch klar. Sie haben ihn auf die Idee gebracht. Stimmt's? Oder habe ich recht? Möglich. Naja, wie auch immer. Dann kauft eben das Land die Bibel. Zum Schätzpreis? Auch möglich, wenn die das Geld dafür aufbringen. Wie? Das Land hat doch gar keine Mittel für sowas. Sie können ja schon mal mit der Sammelbüchse losziehen. Sie werden sich noch wundern. Noch was. Das können Sie behalten und sich rahmen lassen. Was? Habe ich doch abonniert. Sexskandal in Kaltental? Fußballer wehrt sich gegen Vorwurf einem Nein. Doch. Hanna? Ah, Lotte ist am Telefon wegen den Luftballons. Oh Mist. Ja, wie, was? Lotte, Moment. Vielleicht kann ich dir auch... Hier geht die Welt unter und du brauchst Luftballons. Hanna kommt, warte, ich übergebe. Hallo, Lotte?
Na endlich, hast du sie losgeschickt? Tut mir leid, nein. Im Schreibwarenladen, da hatten sie nur noch 30 und die waren aufgeblasen und so kann ich sie ja nicht verschicken. Nein. Danke für deine Hilfe. Das finde ich jetzt nicht fair von dir, Lotte. Ich kann doch nie wegen der Luftballons... Darf ich mal? Gott zum Gruße, Schwester Lotte. Herr Wöller, Jumbo Jumbo. Wohnen Sie jetzt etwa schon im Kloster? Sehr witzig. Nein, nein, was würden Sie sagen, wenn ich stolzer Besitzer von 800 Luftballons wäre, die bei unserer letzten Verkaufsförderungsaktion Autoswölle übrig geblieben sind? Lassen Sie mich überlegen, dann würde ich Ihnen die Füße küssen und ein gutes Wort im Himmel für Sie einlegen. Das wäre nett. Ja, dann geht ihr heute Nacht raus bei Overnight Express. Kleine Zwischenfrage, wofür brauchen Sie die? Na, ich brauche die... Hallo? 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 Hallo, Kaltental? Hallo, Afrika? Lassen Sie es gut sein, Herr Böller, aber danke. Ist das nicht wieder wie ein kleines Wunder, dass ausgerechnet Sie 800 Luftballons haben? Naja. Nun ja, der Herr bedient sich manchmal der seltsamsten Werkzeuge. Ich kann nur hoffen, dass es den Herrn nicht stört, dass Autohaus Wöller draufsteht. Was? Autohaus, nicht Gotteshaus. Hm.